Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal etwas mit Aquarell vor. Ich möchte euch gerne eine Box vorstellen. Ich hatte mich letztens auf kaufland.de bestellt und ja, was soll ich sagen? Ich hatte ein bisschen Langeweile und habe erstmal ein bisschen rumgeschaut, was es da so gibt. Und dann dadurch, dass ich Aquarelle in der letzten Zeit ziemlich liebe, habe ich einfach mal Aquarell eingegeben, weil ich ja das Blubber Journal habe und ein bisschen mehr dafür da haben möchte. Ja, und dann habe ich halt danach geschaut gehabt, Aquarelle eingegeben und habe eine Box gefunden. Ein Watercolor Paint Set, das zeige ich euch mal jetzt. Darum geht es. Und ich muss sagen, ich habe reingeguckt und war sehr begeistert. Also ich hatte vorher nochmal bei YouTube geschaut gehabt, was es eigentlich ist. Und dann habe ich die gesehen, dass das so schöne Farben sind. Ja, und dann habe ich es bestellt und jetzt kam es an nach ein paar Tagen. Und muss sagen, ich bin sehr überzeugt, also vom Design her und was drin steckt. Ich muss das gleich mal testen. Das mache ich mit euch am besten zusammen. Ja, und dann schauen wir mal, was hier drin ist. Also sie ist lila-grün aufgemacht, fast so wie so diese Upgrade-Box, aber halt ein bisschen grüner. Sie ist sehr groß, hat einen magnetischen Zumacher und ja, es dreht sich um die Firma Pagos. Ich habe die vorher noch nie gehört oder gesehen, deswegen bin ich mal gespannt, was da jetzt alles an Qualität drin steckt. Also, einmal von der Rückseite sieht man halt hier, was da alles drin ist. Dann zeige ich euch die mal von innen. Also, einmal ist jetzt hier so das Logo. Und das ist alles drin. Ich muss sagen, sehr viel. Dann kann man hier auch noch mal was rausnehmen. Ich zeige euch das aber erstmal, was hier so drin steckt. Einmal haben wir hier so ein Dual Brush Pen. Einmal mit einer Pinselspitze. Dann haben wir noch eine Minispitze, eine feine Spitze also. Dann haben wir hier noch mal einen Wassertankpinsel. Der ist einmal aufzumachen. Auch mit einer Brushspitze. Wieder andersrum drehen. Ja, also damit werde ich jetzt noch nichts machen. Ich werde aber die anderen Pinsel, die hier drin sind, mal testen. So, und dann halt noch einen Highlight Pen von Pagos. Es ist alles von Pagos. Ich habe wirklich, wie gesagt, noch nie gehört, die Marke. Dieses Mal bin ich echt unwissend. Ja. Ich muss sagen, er ist schön, aber er setzt zwischendurch oft aus. Meiner sieht so aus. Moment. Also ich hab ja zwei. Einmal den von Signo. Zeige ich euch mal daneben, wie der aussieht. Der ist kräftiger, aber ich habe hier auch noch einen, der ist auch nicht so kräftig. Aber so von der Malerei oder Zeichnerei, wie auch immer, wie man es nennen will, ist der definitiv besser als dieser hier. Ja, aber ich finde meinen noch am besten, aber er ist ein bisschen dünner, denn deswegen kann man sehr gut feine Linien damit zeichnen. Ich werde euch mal raus nochmal nehmen. So, dann ist noch mal einmal ein Schwamm drin. Warum auch immer. Ich glaube, wegen Effekte und so. Ein Anspitzer und ein Radiergummi. Dann ist einmal hier diese Watercolor Pad mit 12 Seiten drin. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Das machen wir auch gleich nochmal auf und werden hier drauf mal ein bisschen swatchen. Ich habe aber noch ein bisschen vom anderen Papier dabei. So, und dann ist hier einmal, das finde ich extrem cool, ein Bleistift in 2B, auch vom Pagos wieder. Art Power On Pagos Sketching. Dann ein Pinsel in der Nummer 1, 6, 12 und 14. Den 6er und den 1er ist halt eine normale Brushpen mit einem Rundpinselborste. Hier ist, also die Nummer 12 ist ein flacher Pinsel, kein Rundpinsel wie die anderen. Und die 14 ist auch
eine andere Spitze. Ich weiß aber leider nicht, ob das auch ein Flachpinsel ist oder wie man die anders nennt, weil ich hatte bisher noch nie so welche. Ja, und dann haben wir noch einmal den Aquarellkasten. Ich muss sagen, die sieht ziemlich nach einem Abklatsch von Schminke aus. Und leider ist das auch ziemlich abgekratzt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich den lieber zurückschicken sollte, aber für den Preis kann man eigentlich nicht meckern. Er hat, glaube ich, 28 € insgesamt gekostet. Deswegen denke ich mir mal, ach, brauche ich jetzt nicht umwechseln. Ich zeige euch den jetzt einfach mal. Schaut mal. Hier hat man links und rechts hat man sehr viel Platz zum Mischen, muss ich sagen. Hier sind, ich weiß gar nicht, wie viele Farben das sind. Steht das hier hinten drauf? Ja, 36. Ja, die kann man raus wieder nehmen, wie auch beim Schminke-Set. Also es ist wirklich sehr angehaucht von der Aufmachung davon. Hier könnte ich meine Farben eigentlich reintun, weil ich hatte meine Tuben in so einen Näpfen reingepackt, muss man sagen. Ja, Dickerchen. Muss sagen, es kommt sehr gelegen, weil ich da dann meine Farben reinmachen könnte. Ja. Ich werde jetzt erstmal mein Watercolor-Papier hier aufmachen und dann werden wir mal testen. Was ich mir so dachte, wenn ich den mal ausprobiere, dass ich das hier einfach, also die Packung, einfach mal ausleere, also diese Plastikkram da rausnehme und dann einfach meine ganzen Watercolor-Sachen reinpacke. Passt doch eigentlich voll. Ja. Ich werde jetzt erstmal aufmachen. Boah, guckt euch mal bitte die Textur an. Ich weiß gar nicht, ob das so man sieht, aber ja. Sieht genauso eigentlich aus wie die Textur von Action. Voll cool. Und innen drin bin ich schon mal echt begeistert. Da sieht es ganz anders aus. Ich hatte euch ja mal mein Papier gezeigt von Fesen Kreativ und das sieht auch nochmal anders aus. Es ist so heftig, wie unterschiedlich das sein kann. Das Papier ist auch sehr dick. Das ist 300 Gramm jetzt, glaube ich. Ja, 300 Gramm. Der von Action ist einmal auf. Steht gar nicht drauf, wie viel. Gramm. Doch, auch 300, aber ich muss sagen, es fühlt sich ganz anders an. Ja, machen wir hier mal einen raus. Ich muss sagen, die Größe gefällt mir echt gut. Ich glaube, es ist A5 oder minimal kleiner als A5. Aber ja, jetzt überlege ich, welchen Pinsel ich hier nehme. Ich glaube, ich werde den hier nehmen, die Nummer 6, weil ich ansonsten auch immer mit einem Sechser arbeite. Dem Rundpinsel. Machen wir einfach mal. Mit dem bin ich mich vertraut. So, dann müsst ihr immer in euren Wasser ein bisschen rumfummeln, damit es ein bisschen weicher ist. Aber ich muss sagen, ah, der gibt sehr nach. Das dürfte ja eigentlich nicht so sein, weil die anderen sind ja sehr hart und der ist halt ein bisschen anders. Aber das soll uns nicht interessieren. So, ich werde euch einfach mal ein bisschen runterholen. Muss mal gucken, wie ich das genau mache. Thank you.
So, bin fertig und muss sagen, sie sind wunderschön, die Farben. Also, dieses Papier finde ich irgendwie besser als das, weil man halt wirklich den Druck durchsieht. Seht ihr ja, hier sieht man nicht diese Maserung, was man bei dem halt sehr sieht, besonders hier bei hellen Tönen. Aber sind beide gut. Aber ich finde auf eine Art und Weise das hier viel besser, weil es irgendwie ein bisschen mehr nach Vintage aussieht. Ja, aber es sind sehr schöne Farben, muss ich sagen. Also sind sehr deckend auf jeden Fall. Was ich sagen muss, aber dieser Pinsel ist auf dem Papier überhaupt nicht schön. Der lässt richtig Streifen hinter, wenn man so, was man ja macht, ne, so ein bisschen schräg ansetzt. Seht ihr ja, hier, bei den dunklen Tönen auch. Das finde ich schade auf dem Papier. Wahrscheinlich wegen der Struktur, weil der denn so nachgezogen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, was ich meine. Aber die sind sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich habe euch jetzt leider nicht mitgenommen, beziehungsweise ne mitnehmen können, weil ich nur noch ein paar Minuten habe, um mein Video zu drehen, weil mein Handy jetzt mittlerweile schon wieder so voll ist. Ja, ich muss sagen, sieht ganz cool aus irgendwie. Ich werde die Tage irgendwie mal was basteln. Vielleicht können wir ja auch mal Anhänger machen, die ich eigentlich mit euch machen wollte. Ja, es kommt ja langsam die Weihnachtszeit und da würde ich gerne ein paar Geschenkanhänger machen und hoffe ich mal, dass mein Buch endlich kommt. Das ist auch von kaufland.de. Das heißt irgendwie DIY Christmas oder irgendwie sowas. Ja, aber ich wollte auch mal ein paar andere Sachen, Weihnachtssachen malen. Vielleicht können wir ja die damit machen. Vielleicht können wir auch mal den Pargos-Kasten mit dem Schminkekasten vergleichen, dass ich irgendwie zwei gleiche Bilder male, irgendwie kleine Bilder oder so, und die mal nebeneinander halte. Was haltet ihr denn davon? Das wäre natürlich cool. Ich weiß nicht, wie ich jetzt in der nächsten Zeit dann mal mit den Aquarellen male, aber ich will davon definitiv mal mehr haben. Ach, seht ihr? Was ich jetzt noch mal probieren möchte, ist den Gelstift. Weil man kann ja den Gelstift auch auf den Farben machen. Also bei dem Papier ist es echt schwierig. Na, seht ihr, das ist schon ein bisschen besser auf dem Papier. Aber auch nicht gut. Ja, also der Stift, der ist nicht meiner. Ganz ehrlich, also das ist wirklich so ein, den ich nicht nehmen würde. Naja, wie auch immer. Pinsel ist eigentlich so an sich gut, aber halt für das Actionpapier nicht wirklich geeignet. Ja, die anderen Pinsel kann ich noch nicht was dazu sagen, weil ich mich null damit auskenne. Aber die Farben sind, finde ich, gut. Das war es ja erstmal von meinem Video. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!